Hey ho, Monsterfreunde! Ja, willkommen zurück zu einer neuen Folge. Eins vorweg. Totale Katastrophe. Mein Server wurde, ja, auf ein anderes Portal umgesetzt, kann man sagen. Das war irgendwann, wann war das? Donnerstagnacht haben sie den Server runtergefahren, haben die Daten woanders hingespielt. Wartest du natürlich, ne, bis deine Daten wieder, naja, übertragen sind und denkst du, kriegst vielleicht mal eine E-Mail, ne? Scheiße, was? Ja, Freitag Mittag habe ich dann die Info bekommen. Pass auf, dein Server ist umgesetzt worden. Da und da. Dann willst du ihn starten. Geht nicht. Ah, ah. Ja. Support angeschrieben. Was ist los? Ja. Samstag holst du dir halt einen anderen Server übergangsweise. Ja. Das ist dann dieser neue Server jetzt hier gerade. Beziehungsweise ist der dritte. Der zweite, wo wir wahrscheinlich hinwechseln werden. Die sind gerade im Urlaub. Und automatische Freischaltung ist irgendwie, funktioniert nicht so richtig. Ist ja auch egal, auf jeden Fall wurde mein eigentlicher Server jetzt suspendiert, weil diese ganze Welt hier, die wir aufgebaut haben, so extrem die CPUs des Server belastet. Ja. Und die wissen nicht, woran es liegt. Ja, schön, oder? Ist ja auch egal. Also, wie ihr sehen könnt, hier habe ich schon mal so ein bisschen was abgetragen und dort sieben Blöcke runtergearbeitet. Das wird ein 7x7 Cube. Und was kommt hier hin? Was kommt hier hin? Natürlich der große ME-Rechner für unser ME-System mit Pattern und sowas. Die werden wir aber alle hauptsächlich von da hinten übernehmen. Aber dann haben wir unser eigenes. Soll natürlich ein bisschen protzig groß werden, logischerweise. Vorab allerdings möchte ich auch irgendwann mal mit Rotary Craft anfangen. Damit habe ich mich, naja, so die letzten Tage im Singleplayer konnte ich mich damit ganz gut beschäftigen. Ja, wir fangen einfach mal an, würde ich sagen. Wochenpapier, Eisen und so ein bisschen Redstone. Ja, wie gesagt, ich hatte ja Zeit dann, ne, und konnte mich da ausgiebig mit beschäftigen, könnte man fast sagen. Dabei ist mir unzählige Male ja, der Client abgestürzt. Achso, und dieses hässliche Kabel hier ist übrigens jetzt oben. Ich weiß gar nicht, hatte ich das in der einen Folge? In der letzten? In der gestrigen? Double Feature? Nee. Ich weiß es nicht. Wir brauchen Papier noch. Ich weiß auf jeden Fall, wo wir noch Papier haben. Papp? Nix Papp. Ja, auf jeden Fall läuft dieser Server eigentlich ganz gut. Bin ich da gerade gehüpft? Ja. Ich hatte schon Angst, meine Daten komplett zu verlieren. Das wäre dann der Super-GAU gewesen. Aber wir nehmen uns hier einfach mal so 10 sollten reichen, würde ich sagen, ne? Ja, da denkst du dir, deine Daten sind weg, aber Gott sei Dank, es ist noch alles da. Ich habe das dann einfach mir über einen FTP-Client runtergezogen. Lass die Leute jetzt erstmal machen. Oh, jetzt ist hier wieder alles leer. Und unser Tank, diejenigen, die jetzt glauben, dass dieser Tank fast leer ist, das stimmt so nicht. Das hat sich nämlich auch noch verändert. Und zwar habe ich hier noch ein bisschen größeren Tank drunter gesetzt. Also ich glaube, die gleiche Größe, die oben in dem Boden drin ist, ist jetzt hier auch nochmal. Denn ja, ich hatte einfach so viel Ethanol, dass ich mir gedacht habe, ja, warum denn auch nicht? Und das ist auch gut so, denn das brauchen wir gleich. Hey.
So und so und zapp und zapp. Ne? Jawohl. Zapp, zapp, zapp. Da haben wir hier die schöne Rotary Craft Buchanleitung, wie auch immer. Und ja, da kann man halt so ein bisschen drin lesen, stöbern, ne? Wie das halt hier alles funktioniert. Leider alles auf Englisch. Das ist so ein bisschen natürlich nachteilhaft. Was ich gerne hätte, ist die AC Engine, Electric Engine. Ist nicht ganz einfach. Die DC Engine, ja, man sieht es hier, bringt 4 Newton, eine Umdrehung von 256 Rad und 1024 Kilowatt. Hier sind wir schon wieder bei 512 Newton mit 256 Rad und 131.000 Kilowatt. Das ist schon ordentlich. Allerdings ist das nicht ganz so einfach. Denn da steht's. Sie braucht einen magnetischen Kern. Diesen magnetischen Kern. Ja. Wo finde ich denn das? Magnetischer Kern. Was ist denn das? Das werden wir auf jeden Fall bauen. Da. Dafür braucht man diese Unit. Und hier drin kann man dann so einen Shaft Core, den wir gleich sehen, magnetisieren. Das dauert allerdings, ja, gefühlt ewig. Wir bräuchten auch irgendwie mal die Workbench, ne? Und wir brauchen, ach, das wollte ich noch vorbereiten. Fuck. Ja. Was ist das? Workbench? Das brauchen wir auf jeden Fall noch. Und das. Das ist ganz wichtig. Aber dazu brauchen wir Stahl. Und Stahl habe ich natürlich. Ich habe noch dran gedacht. Ich wollte es eigentlich noch vorbereiten, aber dann, ja. Auch wieder drüber weggekommen, ne? Kennt bestimmt jeder von euch. Was ich auch noch ansprechen möchte, ist natürlich, ich glaube, wir sind jetzt bei 50 Abonnenten. Das ist super. Da freue ich mich doch riesig. Chef Unit. Kann ich nur sagen, danke, dass ihr mir alle so treu seid. Und ja, ich freue mich. Ich freue mich riesig. Auch wenn es mir momentan noch nicht richtig angezeigt wird, bin ich aber der Meinung, dass wir jetzt schon über oder an die 50 sind. Cool. Danke nochmal an dieser Stelle, wollte ich damit nur nochmal sagen. Ja, irgendwie, ist das noch nicht wirklich viel. Hallo. So. Von Monstern geschützt. Hallo? Gut. Wir können ja mal kurz, ja, das ist richtig. In der Blast Furnace. Aha. Aha. Ingot Caster. Molten Steel. Ja, haha, du bist lustig. Die Blast Furnace, ne? Blast Furnace. Die könnten wir uns ja mal kurz bauen, ne? War das aus Stone Bricks oder aus... Ja, haben wir. Redstone. Zap. Zap. Kein Problem. Jetzt ist natürlich die Frage, was brauchst du? Und wo bauen wir dich hin?
Das ist eine gute Frage, ne? Das Problem ist, Rotorycraft macht unheimlich viel Sound. Und das heißt, das muss irgendwo nach unten. Und da würde ich mir doch einfach mal... Machen wir es mal hier so rein. Machen wir uns da mal einfach so eine kleine Stelle. Zap, 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 zap. Hoppala. Ja, das ist natürlich, naja. Wir gehen vielleicht noch einen höher. Allein der Kopffreiheit wegen. So. Was brauchst du denn? Ah. Okay, du brauchst nämlich gar nichts. Jetzt habe ich dich, Alter. Ernsthaft? Weg? Tschüss? Gut. Bin der Meinung, ich habe da mal was gesehen, wie dieses Teil funktioniert. Das heißt, wir müssen es erstmal nochmal bauen. Das mochte der auf jeden Fall nicht. So. Schnappdiwapp. Dann brauchen wir einen Eimer. Haben wir hier noch irgendwie... Wo sind eigentlich meine ganzen Eimer hin, ey? Eimers? V ist jetzt das neue Dings hier. Gut. So. Das kann erstmal weg. Das weg, das weg. Das auch. Noch was? Die beiden können auch erstmal weg. So, dann brauchen wir ein bisschen Lava. Und einen Platz. Und einen Platz. Scheiße. Kannst du euch hier nicht einfach jetzt so hinklatschen, oder? Ist was hier? So, zap. Muss natürlich den hier wegnehmen. Und müssen hier einen auf den machen. Denn dort kommt Lava rein und dann kommt dieser da drüber. Und dann sehen wir hier, dass er sich so ganz langsam aufheizt. So. Ich weiß gar nicht, ob wir so weit kommen heute, ey. Wir brauchen Kohle und wir brauchen Gunpowder. Hätten wir mal das Gunpowder nicht recycelt, wa? Haben wir hier noch ein Gunpowder? Oh, ich habe nichts gesagt. So, Gunpowder brauchen wir. Wir brauchen Kohle. Okay. Und wir brauchen, was war das noch? Ich glaube Eisen, ne? Sand? Okay. Oh, gut. Lass es Sand sein. Sand haben wir auf jeden Fall. Und Kohle. Achso, es ist ja leider ein bisschen anders geordnet jetzt. Nach ID, nach... Nee. So hatte ich das auch nicht. So hatte ich das auch nicht. Hä? Wie hatte ich denn das? Das kommt dem nahe. Das muss hier. Ja, das kommt dem nahe. Gut. Ja, hat sich natürlich alles verstellt, ne? Also, fand ich super. Das sieht schon gar nicht schlecht aus. Das sieht schon gar nicht schlecht aus. Das schmeißen wir rein. Das schmeißen wir rein. Und ein bisschen Gunpowder. Davon haben wir ja wenigstens was. Ich wollte noch. Eisen wollte ich mir noch holen, ne? Eisen haben wir hier unten. Alter, nichts mehr da. Das war schlecht.
Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Was zur. Achso, das ist in meinem System schon. Da. 19.000 Äpfel haben wir. Und das hat den Grund, weil ich nach der letzten Aufnahmesession noch eine zweite Baumfarm ja, gemacht habe. Alter, fieses Zeug. Und ja, und deshalb haben wir jetzt so ein bisschen. Naja, geht das alles ein bisschen zügiger. Wir können jetzt aber das schon mal rausnehmen. Und diesen Bio. Quatsch, Bio. Diesen Gummianzug. Ich hatte ungefähr 5 Sekunden lang das Uranium in der Hand und ja, er taugt irgendwie gar nichts. Immer noch voll den Schaden bekommen. Totale Kacke. So, ich brauche jetzt ein bisschen Eisen, damit wir dann dort mal verfahren könnten. Aber er muss sich leider immer noch aufheizen. Ich wollte das eigentlich schon, ja, vorab starten. Da, 1000 Grad braucht er. Und das geht in dem Lava-Block eigentlich ganz gut. Bin ich der Meinung. Und wir bekommen 0,6 Erfahrungspunkte sogar. Und es gibt Bonuschancen. Das ist super. 50% Bonus Size. Ja, das heißt wohl irgendwie hier, ne? Wenn man die hier alle füllt, dann gibt es Bonuschancen. Habe ich so das Gefühl. Zip. Das heißt also, ja, das tut mir natürlich leid, dass wir da noch nicht großartig weitermachen könnten. Raycraft? Rotarycraft. Rotary. Wo ist denn jetzt die Workbench davon? Brauche ich die nicht mehr? Klasse. Dazu brauchen wir einen Brick. Ein bisschen. Ja, das sieht doch eigentlich gar nicht so schlecht aus. Haben wir noch Bricks? Daran wird es nämlich wieder scheitern, ne? Wir haben hier noch was. Wir können hier noch was machen. Ich sehe gerade keinen Brick. Ja, ich hätte mich besser vorbereiten sollen. Verdammt. Aber ich glaube, wir könnten doch. Wir könnten doch. Könnten wir? Haben wir? Haben wir? Haben wir nicht? Wir haben noch einmal Lehm da drinne. Oder Clay. Ja. Gut, das bereite ich dann vor für morgen. Wir schnappen uns jetzt nochmal den Schraubenschlüssel. Das werden wir auf jeden Fall jetzt noch hinkriegen. Ein bisschen Eisen, ein Stick und ein bisschen Holz. Das sollte kein Thema sein, wenn wir denn Eisen hätten. Ja, die Hälfte haben wir geschafft. Also das geht dann gleich in der nächsten Aufnahme los. Das heißt, für euch leider erst morgen. Und ich muss mal gerade kicken. Habe ich denn noch Stöckchens? Ah, Stöckchens. Sehr schön. Ein bisschen Holz und ein Stück Eisen. Das sieht eher nach Plastik aus, das, was da unten ist. Nicht nach Holz. So, und dann brauchen wir den Transducer. Mit einer Enderperle und ganz viel Holz. So. Ein Stückchen.
habe ich noch? Oh, ich habe. Nein, ich habe noch ganz viele Enderperlen. Das ist sehr schön. Wofür diese beiden hübschen Teile sind. Also mit dem können wir alles Mögliche drehen hier. Das nicht. Das gehört nämlich noch nicht zu den Maschinen. Und was ist hier los? Wollte gerade sagen. Mit diesem sehen wir halt, ne, die Temperatur, und er sagt uns unten efficient temperatur. Temperature. Das heißt, ne, logischerweise nicht genug Temperatur. Das ist also, mit dem kann ich alles prüfen, was halt Rotary Craft angeht. Ob es jetzt nur die fehlenden Newtonmeter sind, ob es die fehlende Energie ist. Damit kann man halt abchecken, wie so ein ja, Messmultimeter, was es für die für Industrial, glaube ich, gibt und sowas. Und hiermit können wir halt wie so ein Wrench, ja, nur nicht hiermit, nur nicht das, die ganzen Maschinen dann drehen. Das wird noch sehr interessant, und das sollten wir auf jeden Fall schon mal anstoßen. Denn um diesen Magnet, um diesen magnetischen Kern zu erschaffen, das wird ewig dauern. Das werden wir deshalb auch nebenbei komplett laufen lassen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch wie immer eine Wertung da. Das würde mich sehr freuen. Wie gesagt, danke 50 Abonnenten, ihr seid die Besten. Und willkommen auch jeder Neue. Und ja, bis morgen dann, ne? Ja, das wär's hier. Alles klar. Tschüsschen.